Tag und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal Grafikkarten bis 200 Euro an und da haben wir heute nicht nur neue Grafikkarten mal rangeschafft, wie wir es sonst immer machen, beziehungsweise das letzte Mal gemacht haben, wo wir uns Grafikkarten bis 400 Euro angeschaut haben, sondern wir haben auch mal zwei gebrauchte Exemplare da, beziehungsweise die ihr gebraucht für ungefähr 200 Euro kaufen könnt. Und das ist die Vega 56, die gab es ja vor einem Jahr ungefähr für 250 Euro neu und ist deswegen auf dem Gebrauchtmarkt relativ günstig. Und die GTX 1070, die kostet ebenfalls ungefähr 200 Euro, wenn ihr Glück habt, auch ein bisschen günstiger. Die 1070 Ti gibt es nicht ganz für den Preis. Wenn ihr natürlich eine 1070 Ti bekommt, ist das umso besser, denn da erhaltet ihr nochmal ein gutes Stück mehr Leistung. Und was ihr dann kaufen solltet, das erkläre ich euch dann natürlich eben am Ende. Ansonsten haben wir heute noch eine 5500 XT da, eine GTX 1660, eine 1660 Super und eine RX 590. Sind alle ungefähr auf 200 Euro angesiedelt im Preisvergleich. Und ihr könnt ihn alle für ungefähr den Preis bekommen. Wir haben drei Titel getestet, F1 2020, Shadow of the Tomb Raider und Red Dead Redemption 2. Und fangen wir gleich mal damit an. Da ist an sich die Leistung relativ ähnlich, zumindest wenn es um die Karten bis hier geht. Die Vega 56 ist da ein bisschen Ausreißer. Das liegt daran, dass sie mit Vulkan besonders gut funktioniert und auch in generell Red Dead Redemption 2 erstaunlich gut. Wir erhalten hier deutlich höhere Frameraten als bei den anderen Karten. Allerdings ist das nur in diesem Titel so drastisch und in anderen fällt das nicht so wirklich auf. Also ja, das ist dann eine Ausnahme und da sieht man zum Beispiel, dass verschiedene Engines mit verschiedenen GPU-Architekturen oder verschiedene APIs auch besser funktionieren. Kennt man auch von DirectX 12. Das hat bei AMD-Karten meistens einen größeren Vorteil im Vergleich zu DirectX 11 als bei Nvidia-Karten. Und das ist eben in manchen Spielen so, genauso wie in dem, was wir jetzt getestet haben. F1 2020 sieht dagegen ein bisschen ausgeglichener aus. Hier sind so alle eigentlich ihrem Preisbereich angeglichen und eben sortiert, richtig sortiert. Und da kann man nicht wirklich viel sagen, beziehungsweise sind diese eben, man kann da gut die Leistung erschließen und was die Karten denn letztendlich auch in anderen Titeln bringen sollten. Ein bisschen abgeschlagen ist hier eine Karte, die Vega 56, relativ weit unten. Shadow of the Tomb Raider dagegen ist es wieder ähnlich zu F1 2020. Allerdings kann man hier gut sehen, dass die Vega 56 und 1070, dadurch, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist, allerdings trotzdem noch sehr fordernd, relativ weit oben sind. Das heißt, die setzen sich so ein bisschen von den neuen Karten ab. Liegt auch ganz einfach daran, weil das natürlich in ihrer eigenen Modellreihe etwas höher gelegte Karten sind. Das heißt, die haben vielleicht ein bisschen mehr Rohleistung als die kleineren Karten, die wir hier vor uns haben. Das heißt, hier ist es halt so, dass die ein bisschen mehr Leistung haben und eben ein bisschen mehr FPS erzielen. Diese Differenz ist allerdings nicht so groß, wo ich jetzt sagen würde, dass es sich lohnen würde, auf die Garantie beispielsweise zu verzichten und zu so einer gebrauchten Karte zu greifen. Bei den wenigen Spielen, wo das wirklich so ist, beziehungsweise das ist, denke ich mal, nicht die Mehrheit. Und da würde ich dann schon sagen, greift ihr zu einer neuen Karte, da könnt ihr euch sicher sein, dass ihr quasi die volle Garantie noch habt und die Karte problemlos funktioniert. Wo wir auch schon bei den Kaufempfehlungen wären. Das heißt, welche Karte solltet ihr denn nun kaufen für ungefähr 200 Euro? Wie gesagt, an sich bei der Vega 56 und 1070 würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, die gebraucht zu kaufen, ganz einfach, weil die Garantie fehlt. Allerdings wird das Ganze ein bisschen anders, wenn ihr für den Preis eine 1070 Ti bekommt. Das heißt, seid ihr bei 200 Euro und ihr kriegt eine 1070 Ti, ihr habt nochmal ein gutes Stück mehr Leistung. Und da könnte man sich schon überlegen, das zu wagen und die Karte zu verwenden, denn da seid ihr ungefähr 10%, wenn auch nur 10%, wie gesagt, also das ist nicht, der Unterschied ist jetzt nicht so drastisch, da muss man dann wirklich sich überlegen, ob man das haben möchte, seid ihr ungefähr 10% über den anderen Karten. Also da müsst ihr natürlich eine Entscheidung treffen, was ihr denn lieber wollt. Ansonsten kann man natürlich bei der Vega auch sagen, der Stromverbrauch ist relativ hoch, das heißt, hier muss man theoretisch Kompromisse eingehen und das lohnt sich nicht unbedingt für den Preis. Da gibt es hier für 200 Euro schon angenehmere Optionen, die auch sinnvoll sind. Bei den Nvidia-Karten haben wir eine nicht besonders hohe Differenz, das heißt zwischen 1660 Super und der ohne Super ist die Differenz nicht besonders hoch. Das heißt, hier muss man schauen, die Differenz im Preis ist auch nur ungefähr 20 Euro. Das heißt, die liegt etwas über 200 Euro und die etwas darunter.
Persönlich würde ich aber sagen, je nachdem, wenn ihr vielleicht eine Super im Angebot kriegt, verwendet die. Ansonsten geht auch meistens eine 1660. Wer vielleicht ein bisschen zukunftssicherer sein will und auch Texturauflösungen in der Zukunft noch hoch einstellen möchte, der ist, glaube ich, mit der 5500 XT besser beraten, denn die hat 2 GB mehr als die Nvidia-Karten und ist somit da, ja, hat ein bisschen größeres Polster. Vor allem, wenn jetzt die neuen Konsolen kommen, die dann wahrscheinlich dieses Texturbudget auch nochmal ein bisschen mehr ausreizen mit den neuen Spielen. Das haben wir auch schon bei Xbox Series X und PlayStation 4 Pro zum Beispiel gesehen, dass die neuen Titel vor allem Speicherbudgets von Grafikkarten sehr, sehr stark ausreizen, gerade bei zum Beispiel Resident Evil oder Doom Eternal. Die RX 590 dagegen kann ich kaum noch empfehlen, denn diese basiert zwar auf der alten Polaris-Architektur, für die mittlerweile gut optimiert werden konnte, allerdings ist der Polaris-Chip in der Karte so weit aufgeblasen, das heißt, früher waren diese ja getaktet mit 1266 MHz im maximalen Boost und mittlerweile machen die 1540 MHz. Das wurde durch Optimierung erzielt. Und das Problem dabei ist, dass der Stromverbrauch dementsprechend auch hochgegangen ist. Somit sind wir hier bei 160, 150 Watt nur für die GPU, was schon wirklich enorm ist im Vergleich zu den knapp 100 Watt bei der 5500 XT. Das heißt, ihr habt ein Drittel mehr Stromverbrauch, was sich nicht wirklich lohnt. Und der Stromverbrauch ist fast so hoch wie bei einer Vega 56. Das Ganze geht natürlich dann auch in euer Gehäuse oder die Grafikkarte wird einfach lauter, was ich nicht wirklich gut finde. Vor allem würde ich euch, von daher würde ich euch empfehlen, greift er zu einer modernen Architektur, das heißt Turing oder zumindest die Navi-Grafikkarten. Ja, das war's von uns. Schreibt nochmal in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen, ja, so das und das kriegt ihr für das und das Geld sehen wollt. Das haben wir ja vorher schon mal gemacht und es kam auch relativ gut an. Jetzt allerdings mal mit gebrauchten Karten. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.